Ja Leute, willkommen zurück bei Bavarian Muskrats. Das Video, wo ihr gerade anschaut, ist ein Re-Upload. Ursprünglich entstand es im März 2017, war sogar Anfang März. Es war damals arschkalt, am Tag hat zwar die Sonne geschienen, in der Nacht ging es dann richtig auf 0 Grad runter. Und als wir am zweiten Tag in der Früh nach dem Campen aufgestanden sind, war sogar das Spritzwasser in den Kajaks gefroren. Also es ist schon richtig zapfig geworden in der Nacht. Ja, es war so, das Video war so, also was das Video, die Tour war halt so eine kleine Partytour. Das stand so unter dem Motto der 80er Jahre Pop- und Rock-Songs. Und ja, dadurch, dass sie halt jetzt in der Zwischenzeit diese ganzen rechtlichen Bestimmungen geändert haben, war es halt so, dass nach und nach entweder also Tonspuren, also Segmente aus dem Video halt komplett stumm geschalten worden sind. Und am Ende war es dann so, dass das Video halt komplett gesperrt war. Und ja, jetzt habe ich mir dazu entschieden, um eine neue Schnittfassung zu machen. Das Problem ist bloß das, ich habe die originalen, also das Rohmaterial nicht mehr, sondern musste schon dieses fertige Video nur mal schneiden. Und deswegen kann es jetzt sein, dass manche von diesen Übergängen ruppig sind, bin ich mir erst nicht sicher, wie es dann am Ende rauskommt. Und ja, es ging schon ein bisschen was von dem ganzen Witz von der Tour halt leider verloren, weil wir da so Tanzsequenzen hatten, dann, wo wir dann zur Musik so mit dem Paddeln im Boot gedanced haben. Und ja, war eine ziemliche Gaudi. Es sind ein paar lustige Sachen auf der Tour passiert. Der Jamie ist relativ am Anfang schon ins Wasser reingefallen, war natürlich arschkalt, musste dann komplett umziehen. Dann hat er sein Boot noch geschrottet, das Gummotech Swing komplett aufgeschlitzt. Das muss man dann in so einer Notaktion professorisch flicken. Er war durchaus was geboten und wir haben nicht einmal diesen Abschnitt, den wir uns eigentlich vorgenommen haben, geschafft. Wir mussten uns dann sogar früher abholen lassen, weil wir am zweiten Tag relativ spät erst losgekommen sind und da waren dann so ein Haufen Bäume im Fluss drin gelegen, dass wir so viele Umtragungen hatten, die wir leider aber auch nicht alle mitgefilmt haben, weil der Akku da am zweiten Tag schon relativ schwach war, dass wir eben die Tour nicht zum Endpunkt geschafft haben und uns dann halt schon eine Station früher abholen lassen mussten. Naja, war trotzdem eine lustige Tour damals. Viel Spaß jetzt beim Anschauen. Auf geht's! Freunde, heute geht's auf die Paar. Heute sind wir in einer größeren Gruppe unterwegs, weil es das erste Mal ist das Jahr, dass wir eine Mehrtagestour machen. Schönes Wetter, in der Nacht 1 Grad gesagt, das ist genau unser Fall. Man sieht jetzt von eurer Sicht aus zu rechts an Flo, Patrick, dahinter Wikinger mit dem lustigen Hut Mogli und ein Jamie. Servus. Sowieso. Kommt ja noch, hallo, wir sind ja erst noch. Was passiert? Ich bin irgendwie irgendwas am Boden hängen geblieben und zack, hat das Schnäuzer gemacht und war weg. Ist das Groha oder ist der Kleber abgegangen? Groha. Irgendwann wollte ich schon mal Ersatzpaddel kaufen und die immer mitnehmen, aber das ist auch nicht. Das von dem Lidl 40 Euro Boot, das will ich auch nicht lang finden, oder? Ja, aber irgendwann kaufe ich mir wirklich mal, weil es gibt ja Ersatzpaddel, die dann so fünfteilig sind. Das ist wirklich mehr so ein Notpaddel, das du aber unter Deck reinschmeißen kannst. Ja, ich habe schon was dabei, optimal ist nicht, aber dabei probiere ich es einmal so. Wo ist es nach Rohr? Ja, direkt am Paddel, wo es in den Schaft reingeht. Das hat 10 Euro gekostet, das Paddel. Nein, du hast ja keine Chance, weil du hast keine Angriffsfläche, wo der Kleber halten darf. Und vor allem der Druck, wo so ein Paddel aushalten darf, da bist du chancenlos. Du musst als wenn an der Hülse ziehen. Vorher hat er nur zu mir gesagt, 10 Euro. Nein, das wird eine klassische Umtragung. Ja, weil der ist ziemlich stabil, also das ist gar kein Thema. Gib mir Mühe! Ich muss einmal schnell aus der ganzen Gefahrenzone. Ja, Mogli! Du musst kurz bisseln!
So, Jamie und der Mogli lernen die Umtragung nicht mehr, während der Patrick ist drüber gefahren. Und der Flo ist da gerade am wieder einsteigen. Und wir warten jetzt mal schnell, bis wir da weiterkommen. So, du bist. Guten Tag. Sie schon wieder. Guck dir mal die schönen Muskrats an. Ey, lass du mal paddeln in Ruhe. Du bist schon wieder am Luren, was du bauen kannst, als der Paddel verloren hat. Verloren? Das ist übrigens der Beweis, liebe Paddelgemeinde, kauft keine B-Ware und schon gar nicht auf Messen. Und wenn schon Paddel für 10 Euro, dann gleich 3 auf einmal. 2 Minuten auf dem Wasser, Paddel abgebrochen. Optimal, würde ich sagen. So, Mogli hat es geschafft. Wir haben jetzt sehr recht viel Filmmaterial natürlich jetzt dafür verwendet. Ich schätze, es wird jetzt zusammengeschnitten. Aber jetzt wird es spannend, weil jetzt kommt der Jamie. Der ist schon wieder ins Wasser fällt, bevor du was los. Oh yeah! Ich hab mir so einbackelt, dass ich nicht mehr aus meinem Boot rausschob. Du musst eine Eskimo-Rolle über den Baumstamm drüber machen. Grabt er einfach ein Sterbeloch. Ja? Muss ich erstmal mein Paddel festschneiden. Und das wird rausgeschnitten. Sonst wird es peinlich, liebe Paddelgemeinde. Das glaube ich nicht. Das Problem ist halt, wenn das Knie noch nicht ganz mag, nach dem Kreuzbandriss. Kommt die Kreuzbandrissnummer wieder. Ja. Da hat er nämlich 2012, glaube ich. Das war letztes Jahr. So, ich geh jetzt einmal pissen, ne? Nein, lass es nicht da. Du hast erst drüber und geh dann pissen, weil wir wollen erst weiter. Das ist halt gar nicht so angenehm da. Herr Meier, Sie filmen sich auch beim Übertragen, weil Sie werden sich nur blöder anstellen. Das halten Sie zwar jetzt noch für ein Gericht, aber ich halte es nicht für ein Gericht. Ich halte es für ein Gericht, das kalt serviert wird. Ah, Bella Tandoori. Die beste Pizza der Welt, Bella Tandoori in Mühlgild bei Schrobenhausen. Sollen wir abstimmen? Vorburg oder Bella Tandoori in Mühlried? Hat sonst noch jemand? Ja, halt das Maul! Weißt du, wie rutschig das hier ist? Das ist wild, Kajak. Hast du den Zeng vor dir? Ja, ja. Du bist nicht im Butterne. Du bist nicht im Butterne. Gibt einen Boost. Bitte rausschneiden, bitte aufhören. Das ist kein weit weg der Kamera. Das ist gar nicht drum. Ich muss bloß aufpassen, dass die Strömung mir jetzt am Boot mitreißt. Paddelgemeinde immer Neoprenkleidung. Ich stehe schon wieder Knie auf dem Wasser. Und ich sink ein. Oh, jetzt wird's spannend. Was ist doch die gute Materie? Das war geil. Der Wappelboden. Der Wappelboden. Ja, heute schon gewappelt. So, jetzt haben wir alle drüber gekommen. Da sind die anderen wieder in einer Parkbucht. Das ist wie bei so einem Le Mans-Rennen. Was man hinlaufen muss. Was hast du denn jetzt gemacht? Ich hab mich nicht einmal bewegt.
War es ein Geschliffene oder war es einfach so aus Sonnenbrünn? So eine. Nein, ja, die werden wahrscheinlich nicht mehr da rein, aber den Rest, schätze ich, haben wir alles. Fuck, Alter. Ihr habt's alles. Ja. Ist was raus aus dem Rucksack, weil der war offen. Nee. Der Schwamm ist kurz. Ja, den hab ich auch. Scheiße, Alter. Wie ist denn das passiert? Gar nichts, ich hab mich nicht einmal einen Millimeter bewegt. Nein, nein, aus der Hüfte da raus aus dem. Das habe ich genau gesehen. Nein, da war unter dem Boot irgendwas, das hat mich hochgezogen. Achso, das hat mich hochgezogen. Ja, so Holz halt. Habe jetzt mal ganz viel verloren, oder? Ich weiß nicht, was alles drin ist. Im Rucksack. Ah ja, dann hast du es nicht verloren. Nee, dann hast du es nicht verloren. Der ist zu, oder? Der ist bockschwer. Ja, Paddel habt ihr, oder? Habt ihr meine Paddel auch? Paddel weiß ich nicht. Ja, das war vorne an dem Baum dort drin. Das muss jetzt schon jemand haben. Vorne liegt da. Wahrscheinlich treibt er vorne dran und ganz das gut. Wir haben Leitbegrenzungsposten, damit kann da paddeln. Ja, aber das Paddel war doch gerade noch da, schaut's mal. Ja, ja, ist schon da. Scheiße, Alter. Ja. Kurzes Zwischenupdate. Wir sind gerade wieder an einer Umtragung. Da oben haben wir ein Loch im Boot, was geflickt werden muss. Der Jamie ist gekentert, der trocknet gerade seine Sachen ab. Wikinger ist wieder startbereit. Ich auch. Aber ein bisschen dauert es noch, bis es weitergeht. Dauert noch immer. Jetzt sind zwar schon 20 Minuten vergangen, aber weiter sind wir noch immer nicht. Stehen wir, was selbst auf der Paar bei viel Wasser auf alle Fälle mal eine Besichtigung von außen. Ja, Vorschlag. Das Problem ist, dass da unten mittig wieder so Standard sind. So, jetzt ist halt die Frage, man muss da quasi raussuchen, welchen Weg nimmt man. Wo kann es am ehesten funktionieren? Wir haben Glück, dass wir halt recht viel Wasser haben. Das Problem ist bloß, da unten sieht man Sterne drin. Das heißt, man muss quasi mittig rein. Und jetzt einmal von eurer Blickrichtung aus wäre es mittig rein und dann links halten. Und dann bist du eigentlich schon wirklich durch. Das Problem ist halt, man sieht es vielleicht auf der Kamera schlechter als das Tor drin. Wenn du den anfasst, wird es gar. Sind wir uns gerade durch? Vielleicht ist die rechte Linie doch besser.
gut beladen. So, die Storys beginnen immer mit, halt mir mein Bier. In dem Fall habe ich ein Bier heute dabei. Der Wikinger ist jetzt mit so einem Luftkajak gefahren. Luftkajaks haben den Vorteil, dass sie verhältnismäßig, also du kannst auf den Stau auffahren und die kippen halt nicht so. Das ist bei Hardkajaks ein bisschen anders. Aber wenn wir die richtigen Routen finden, dann müssen sie das ausgehen. So, aber zu 16 haben wir jetzt den Bierhalter in die Spritzdecken gemacht. Bier in der Spritzdecken heißt immer, es kann nass werden. Passt. Genau den einen Sturm wieder erwischt. Ah, boah, ist das Wasser so kalt. Kein Wunder, dass da davor so geschlafen hat. So Freunde, wir sind unten. Wir warten jetzt halt noch auf den, ich schätze, dass der Patrick als erster kommt im Festboot und anschließend dann der Jamie im Swing. Aber wie gesagt, die Stufen ist verhältnismäßig hoch, darum haben wir einfach von der Runden wieder zur 60er Chance und denken, wo kommen wir überhaupt? Und mit so einem Luftboot hast du einfach den Vorteil, da braucht es sich um den Strand rum. Ja. Da kommt eigentlich kaum was passieren. So Freunde, jetzt ist es soweit. Patrice. Ja. Alles gut! Okay, her! Jamie hat's gepackt. Was jetzt? Loch gefahren? Der komplette Punkt ist komplett platt jetzt. So Freunde, jetzt haben wir es geschafft. Das ist übertrieben gesagt. Freifei haben wir jetzt quasi. Ja, Vicky, was hast du denn da gemacht? Da ist sogar noch ein Dünn wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Ein bisschen einen blöden Strahl oder vorher schon. Erkennt er das? Das weiß man nicht genau. Das ist
Thema Wildwasser 2 geeignet. Schwachsinn. Das ist Schrott. Das ist ein Schrott. Hallo, wenn wir vorher irgendwo drüber gefahren und jetzt wirklich einen scharfen Stoll erwischt, auf Eifel sieht man jetzt da. Das ist ja Witz. Hat ziemlich aufgeschnitten. Jetzt entweder war es im Wasser gelegen beim Runterfahren oder vorher schon. Also ich habe vorher Umdreh gehabt, was mich gekentert hat. Da war noch gar nichts draus extra. Ah, wahrscheinlich aufgeschützt. Problem ist bloß, dass es da halt sauwindig ist. Aber grundsätzlich auch gemeine Wiesen im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat eine halbe Stunde verloren, weil einfach klar die Flickzeit hat, was dauert. Ja, aber warum berechnet ihr das nie mit ein? Aber wir haben die tiefste Hoffnung, dass jetzt funktioniert. Abgesehen davon ein idyllisches Plätzchen gefunden. Fotobob! Da kommt's raus. Dann mach nochmal einen Sekundenkleber. Da nochmal einen Sekundenkleber. Da sehen wir jetzt die Stelle, wo es geflickt worden ist. Moment, man sieht das leicht. Luft erst raus. Ja, aber wenn man es gerade sehen. So, das hintere läuft ziemlich gut. Man sieht, dass sich das nicht wölbt. Vorne sieht man, da ist so ein Punkt, wo es ein bisschen, ich glaube nicht, dass viel Luft rauskommt, aber es klangt. Es klangt. Da sieht man, das ist sauber gemacht. Warum? Das nimmt genau die Wölbung von den anderen an. Wo ist denn der Sekundenkleber jetzt? Also gut geflickt. Auf die Schnelle gut geflickt. Ein bisschen nochmal das Lok stopfen und dann sind wir wieder on the road. On the road. On the run. So, ein bisschen warten wir als Soundtechniker. Der Dr. Morbid, der weiß, wie das gehört. Das ich jetzt schon unten. Je weniger Kleber, desto besser hält es, glaubt es mir, das Buben. Da tun wir dann einen Tropfen hin. Am besten ist jetzt dann gleich, wenn der Dr. Morbid mit seinen Händen schon im Bus. Wo zeigst du hin? Da. Was? Da oder da? Da. Ja, wo? Da! Hier! Was willst du uns verarschen? Ja, da oder da? Da! Da? Nein! Da! Ja. Okay. Nein! Hier! Ah, da! Ja. Ja, sag's halt! Ja, dann drück mir ein bisschen hier. Der Dr. Morbid. Das ist deine Handschuhe, deine Liebling. Können Sie alles runterladen unter morbidrezepts.de übrigens. Halt, das rankt schon. Nicht verschwenden. Don't waste the gum. Ja, kann ich jetzt einmal der Bierdinger ganz fix? Wenn ich mit dem kleinen Finger hier drücke, dass du mal dagegen drücken. Das ist wichtig. Das Bierdinger war auch wichtig, weil das war schon Lack. Das ist wichtig, das muss ich machen. Ja, es passt schon, jetzt machst du das Video. Hast du schon aufgedrückt? Ja, also es gibt hier jetzt einen gewissen Unfall. Ja, Michi, steig gerade ein. Wir sind gerade auf Höhe Hohen Wart. Michi, schieb einfach den Seesack hinter. Das geht nicht so einfach. Doch, das geht schon einfach. Nee, weil es den stoppt. Schieb ihn einfach hinter. Ja, auch zu viel. Ja. Na, da denn nicht. Obwohl, das geht schon, was schon hier gemeint, das ist. Hey,
befürchtet, dass wir heute durch die Baumumtragungen sowieso quasi nasse Füße kriegen. Gut, dass du beim Valley-Parking hier. Fährst du ja mit dem. Du hast halt schon deine Kapitänsmützen auf, hast du verloren? Nö, die habe ich schon, aber ich hab mal Bock auf die Mexikaner-Nummer. Ja. Weil der Schiss hat, wenn der Kapitän ist, dass du einen Fegel mehr hast und bei Mexikaner weiß er, dass du nicht anlangst. Das ist immer meine Schutzmütze. Mein Schutzhut. Wenn es so leicht ist, ne? Siehst du das? Ich lass mich von jedem im Arsch stehen, aber nicht von Jane. Ganz kurz mal kurz. Ey, das schaut aus wie ein Bild oder vorne. Ich bin immer noch beeindruckt von demjenigen, der diese Drohne gesteuert hat, weil es ist echt nicht einfach. Ja, aber also wer muss zum Bison gehen? Jamie, gehen wir schnell zum Bison, wenn du denkst. Wie der Rottweiler sauer da fegelt. Ja, da hat der Engels bestimmt auch gefallen. Und sei das wieder recht läufig, da darfst du schon drüber reiten. War bestimmt schöne Mischling. Schöne Gegend. Ja, Flori, hat es geschafft? Noch nicht ganz, aber schaut gut aus. Jetzt Steinwendbeinhausen war leider von den Bieger blockiert, das heißt nicht befahrbar, weil es einfach um ja, der Baum im Quer liegt und ich komme man schlecht im Traum, was auch wird. Der Reitgut auch mit dort hängt, haben wir jetzt da etwas umständlich im Traum müssen, beziehungsweise die anderen sieht man da gerade beim Eiwasser. Ich finde, dass da so eine Zuschauerinsel herbaut haben. So, wir sind angekommen. Schluss, Feierabend, Ende, Sense, Schicht im Schacht. Ja. Feierabend, ruhig, aus dem Aus. Zug ist bissen, der Kais ist abgefahren. Genau, fängt an.